Hallo, heute zeige ich euch meine Favoriten im Monat März. Ich zeige euch die Produkte, die ich einfach sehr oft im Monat März verwendet habe, ob sie mir wirklich so gut gefallen oder nicht. Und los geht's mit dem Video. Und kaum kommt die Sonne hervor, werden meine Sommersprossen wieder etwas stärker. Juhu! Fangen wir gleich hiermit an, und zwar ist es das Trockenshampoo von Colab in der Richtung Unicorn. Ja, ist ja sehr ein beliebtes Zeichen zurzeit, obwohl ich schon sagen muss, jetzt flaut dieses Einhorn schon ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Hat man ja vor kurzem überall gesehen. Überall war alles voll mit Einhörnern, so dass man Einhörner schon gar nicht mehr sehen konnte. Aber der Geruch war echt ganz toll. Das hier ist, finde ich, wirklich eines der besten Trockenshampoos, die ich in letzter Zeit so getestet habe. Der Geruch ist sehr angenehm, aber auch ein bisschen süßlich, so nach Candy Shop oder keine Ahnung, wie ich den Duft so beschreiben soll. Was zu viel ist, ist zu viel, und das ist gerade noch erträglich. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit diesem Trockenshampoo. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, auf jeden Fall. Es ist auch noch ein wenig drinnen, Gott sei Dank. Bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was der Preis davon war. Ich hatte das von Müller bei DM. In unseren DM habe ich es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Es sind 200 ml drinnen, und ja, mal sehen, vielleicht teste ich mich mal bei den anderen Geruchsrichtungen durch. Die haben ja, ich glaube, 3, 4 verschiedene, wenn nicht noch mehr, aber ich will nichts Falsches jetzt sagen. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Dann habe ich hier eine Tagespflege von Balea. Diese Ultra-Sensitiv-Tagescreme ohne Parfüm und Farbstoffe ist auf jeden Fall, ja, geruchslos, würde ich jetzt mal sagen. Und bin mit dem Produkt wirklich sehr zufrieden. Ich hatte das auch schon sehr oft. Preis-Leistung finde ich bei diesem Produkt einfach unschlagbar. Und da wir schon bei Pflege sind, zeige ich euch hier noch das Garnier Aqua Balm, diese Nachtcreme, die ich auch im Monat März sehr gerne getragen habe. Ich habe sie geöffnet und habe mir nichts dabei gedacht, denn die hatte ich letztes Jahr auch schon im Sommer. Und ja, ich war sehr zufrieden, aber im Sommer. Ich muss sagen, auch hier für die kalte Jahreszeit ist es mir zu wenig Pflege. Es ist ein Aqua Balm, wie es sagt. Es ist sehr reichlich an Wasser, was ja auch, glaube ich, oder denke ich jetzt mal, der Hauptinhaltsstoff ist. Wenn man diese Creme hier im Gesicht verreibt, ist es wirklich so, wie wenn man Wasser im Gesicht hat. Sie ist vom Geruch her auf jeden Fall parfümiert, aber sehr angenehm. Und kann ich mir auch wieder gut im Sommer vorstellen, werde sie dennoch jetzt zu Ende cremen und für die heißen Tage dann im Sommer vielleicht wieder kaufen. Denn da kann ich es mir sehr gut vorstellen, denn es ist auch ein bisschen so ein Kühling-Effekt dabei. Vielleicht ist es auch nur Einbildungssache, aber ich habe schon das Gefühl, dass es die Haut sehr erfrischt. Und im Sommer kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Dennoch finde ich das Produkt wirklich sehr gut. Dann habe ich hier die, ja, Essence Ola Rio Palette. Wisst ihr wahrscheinlich bereits schon, dass es einer meiner Favoriten, vor allem im Alltag, ist. Ich finde, es sind wirklich sehr tolle Alltagstöne drinnen. Einmal, zweimal, hier dieser Rot-Braun-Ton und auch ein paar Schimmertöne. Und diesen Ton hier verwende ich auch sehr gerne zum Highlighten. Perfekt! Also wenn ihr die Palette auch zu Hause habt, dann testet euch hier mal durch als Highlighter. Gefällt mir sehr gut, Preis-Leistung top.
Im März auf jeden Fall sehr, sehr oft getragen und ich schätze auch im April wird mich diese Palette noch sehr oft begleiten. Dann, was ich auch im Monat März sehr oft verwendet habe, ist diese Catrice One Minute Face Perfecta Foundation oder Primer. Es fehlt jetzt schon ein bisschen was, man sieht es, ich habe es wirklich fast jeden Tag unter der Woche getragen. Aber ja, es ist ein bisschen ein Hassprodukt. Wir werden nicht so ganz Freunde, wir zwei. Denn als Foundation ist es mir einfach viel zu wenig und als Primer ist es mir dann doch irgendwie zu aufwendig, dass man es wirklich schön im Gesicht verteilt. Vielleicht auch ein kleiner Fehlkauf. Das Produkt an sich ist kein schlechtes Produkt, aber wie gesagt, es ist mir einfach für den Alltag zu natürlich und unter die Foundation gefällt es mir nicht so sehr, muss ich sagen. Würde ich mir aber bestimmt nicht nochmal nachkaufen. Ihr wisst ja bereits, dass ich vor meiner Foundation meistens immer ein Feuchtigkeitsspray verwende und mein Favorit ist einfach das Diadermin Gesichtswasser. Habe mir aber vor kurzem dieses hier von Catrice zugelegt und das habe ich im Monat März täglich verwendet. Von Montag bis Sonntag. Der Geruch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt auch nicht schlecht. Es spendet jedenfalls meiner Haut gut Feuchtigkeit, von daher ist es wirklich ein gutes Produkt. Aber zum Vergleich meines Diadermin Gesichtssprays ist es vom Sprühkopf her ein bisschen, tja, erschreckend. Also wenn ich mein Diadermin Gesichtsspray mal verwende und danach das, erschrecke ich mich jedes Mal wieder. Es ist wirklich ein intensiver Sprüher, würde ich jetzt mal sagen. Da ist das von Diadermin richtig sanft. Habe ich auf jeden Fall trotzdem sehr gerne verwendet und werde ich auch noch weiter verwenden. Dann habe ich hier schon meine letzten zwei Produkte und es ist wieder mal von Manhattan ein Liquid Lipstick, den ich gerade auch auf den Lippen trage. Und das ist die Farbe 120 NoHo Matcha und in Kombination mit den Extreme Last Lip Liner von Manhattan in der Farbe 59G. Ja, sehr tolle Kombi und habe ich auch sehr, sehr, sehr oft getragen. Es ist halt irgendwie so ein perfektes Nude. Früher hat man einfach über die Lippen ein bisschen Foundation gegeben und danach Lippenpflege aufgetragen und fertig. Die Farbkombi ist einfach perfekt und ich finde auch, dass dieser Lippenstift und Lip Liner fast zu jedem Look passt. Und deshalb trage ich sie auch sehr gerne. Ja, meine Lieben, das war schon mit meinen Favoriten im Monat März. Dieses Mal nicht so viel, aber ich hatte auch gar nicht so viel Zeit, so viel zu testen und auszuprobieren. Und ich mache dann lieber meine Produkte leer und fange nicht wieder etwas Neues an. Ja, deswegen sind es diesmal nur weniger. Hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht meinen DM-Haul zu schauen, den verlinke ich euch am Ende des Videos, denn da verlose ich was Tolles für euch Abonnenten. Also schaut gerne mal rüber zu meinem DM-Haul, ich würde mich freuen, macht auf jeden Fall mit. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.